Fortnite bekommt morgen ein großes Update und hier ist alles, was wir erwarten können. Der neue Midas-Skin namens Aufsteigender Midas kommt endlich in den Item-Shop. Der Skin wird um die 1500 V-Bucks kosten und das gesamte Paket dann um die 2000 V-Bucks. Wir bekommen möglicherweise auch die ein oder andere Waffe aus dem Tresor. Die geliebte Deagle oder die taktische AR von John Wick wird wieder zurück ins Spiel kommen. Dass die Deagle Wände one-shotten kann wie damals, bleibt wohl ein Wunschgedanke. Mit dem neuen Update sollten wir auch ein neues Item ins Spiel bekommen. Die Rede ist hier von der berüchtigten Banane der Götter. Was diese genau kann, ist noch nicht bekannt, aber es wird bestimmt wie vorher ein Heal-Item bleiben, aber deutlich stärker als eine normale Banane. Die neuen Superstyles für die Battle Pass Skins wie Aphrodite, Medusa und Poseidon sollten auch Teil des neuen Updates sein. Viele Spieler haben sich bei der lang erwarteten Rückkehr von Midas gewundert, weshalb er denn keine mythische, sondern nur eine seltene Drumgun droppt, wenn man ihn besiegt. Mit dem neuen Update sollten wir jetzt die mythische Drumgun ins Spiel bekommen. Außerdem startet in der kommenden Woche wahrscheinlich der Mini-Battle Pass rund um Avatar und der Korra-Skin im Battle Pass kann endlich freigeschaltet werden. Wir können also im neuen Update einige Infos zu den vier mythischen Waffen der Avatar-Kollabo erwarten und bekommen dazu den ersten Blick auf die Avatar-Cosmetics.